Die gesamte Begegnung war für mich sehr, sehr besonders. Die Begegnung mit so vielen verschiedenen Menschen. Natürlich, mittlerweile kann ich natürlich sagen, dass ich sehr lange in diesem Bereich arbeite und mit sehr vielen Nationalitäten schon gearbeitet habe, mit sehr vielen besonderen Menschen, mit besonderen Fähigkeiten. Aber jetzt diese Begegnung, das zu mischen und dass die miteinander gelernt haben, trotz Einschränkungen umzugehen. Also es ist ganz wichtig, dass junge Menschen mit den klassischen Künsten, ich will es mal so nennen, Schauspiel, Tanz und Musik, Orchestermusik, zusammenkommen, das überhaupt kennenlernen. Die, die schon was davon wissen, werden es vertiefen, aber für viele ist es auch ganz neu. Und es gibt so viel zu entdecken, so viele Möglichkeiten, gemeinsam Spaß zu haben, denn Musik und die Künste sollen ja auch in der Regel viel Freude bereiten den Ausführenden. Das Besondere an unserer Form der Musik-Education ist eben, dass die Jugendlichen selber in den künstlerischen Prozess eingebunden werden und gemeinsam mit den Musikprofis oder Schauspiel- und Tanzprofis einen Prozess entwickeln und dabei natürlich sehr viel erfahren, was dazu gehört, um ja auf einer Bühne etwas darbieten zu können. Dass das ein sehr langer, intensiver und sehr konzentrationsaufwendiger Weg ist. Unser Projekt hieß die ganze Zeit irgendwie Improvisation mit Instrumenten und mit der Stimme. Und dazu kamen wir einfach in der Schule, konnten wir dieses Fach Improvisation wählen. Und also bin ich dann da hingegangen seit diesem Halbjahr. Andere waren schon seit letztem Halbjahr dort, aber so hat dann dieser Wechsel stattgefunden. Und genau, und dann haben wir so uns entscheiden können, was für Instrumente wir nehmen wollen. Und ich spiele selber Klavier und Klarinette. Also habe ich mich für Klarinette entschieden, weil mein Lehrer das auch sehr gut fand und so als Abwechslung. Bei den Klavierspieler hatten wir schon. Also war es eigentlich so die ganze Zeit, dass wir zusammen mit unseren Instrumenten saßen da und dann sollten wir spielen und gucken, was dabei rauskommt. Dann hatten wir so kleinere Vorgaben wie einen gemeinsamen Schluss finden, einen Höhepunkt, einen Anfang und so. Und das nicht nur mit Instrumenten, sondern auch vielleicht mit Rhythmen und mit Händen, mit allem Möglichen. Also wir waren da wirklich sehr frei in unserem Entscheiden, was wir machen wollen. Und ja, und dann kamen tolle Sachen dabei raus. Was mich dann fasziniert hat, war diese Faszination oder diese Konzentration der Kinder auch. Da stand kein Kind so ein bisschen distanziert herum und sagte, ach, da muss ich jetzt irgendwas machen, sondern die waren irgendwie doch Feuer und Flamme und bei der Sache und das hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte in der Zeit noch nicht getanzt, ich habe erst auf Adrian und so angefangen. Anfang, wo ich das nicht witzig fand oder cool, dort habe ich immer so Fußballsachen oder Dehnungen gemacht. Da hat er gesagt, du bist doch Fußballer, zeig dir mal ein paar Fußballsachen, die ein Fußballer macht. Dann habe ich es gezeigt und dann hat er die mit reingetan, so wie zum Beispiel beim Torwart, beim zum Beispiel Dorf, wo wir machen und dann so mit der Hand drehen. Ja, wie gesagt, für uns war das auch ein Entstehungsprozess.
Prozess und die meisten von denen haben noch nie getanzt so. Und für mich war das auch eine ganz andere Art zu tanzen. Und so sind wir dann da alle reingewachsen langsam. Und dann hat sich das eben ergeben, dass wir mit den Jungs noch zusammen tanzen dürfen und können. Und dann war es nochmal eine neue Aufgabe, nochmal ja, eine neue Art zu tanzen. Und dann war das immer, ja, die sind aus einer anderen Kultur, wir müssen uns langsam herantasten, da irgendwie jetzt sich auch nahe zu kommen. Und für uns war es am Anfang, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, mit Jungs einfach so zu tanzen und sich nahe zu kommen und intim zu werden. Aber ich würde sagen, dass der Adrian das immer ganz gut angeleitet hat und irgendwie uns da gut aneinander rangeführt hat. Ich fand es eine ganz tolle Möglichkeit, dass die Schüler mit klassischer Musik in Kontakt kommen und auch mit Ballett, was einfach oft eine andere Welt ist, die sie so eben noch nicht kannten. Und das ist eine tolle Gelegenheit, Sprache einfach auch anders zu transportieren, eben über Tanz, über Bewegungen. Bei vielen Jungs ist es so, geht es über Sport. Und ich fand es eine tolle Möglichkeit, Ausdrucksformen zu finden und die Stimme eigentlich anders sprechen zu lassen, eben über den Körper, über Bewegungen. Und ich denke, jeder Schüler hat so auch seine eigene Interpretation von dem, was sie dargestellt haben. Und fand es sehr schön, dass ganz viele Elemente von den Schülern einfach auch aufgenommen wurden und nachher auch im Tanz zu sehen sind. Ich heiße Abdel Rahman Tamim und ich komme aus Syrien. Ich tanze mit Solo und das bedeutet, ich habe allein getanzt für ein bisschen Zeit. Es war wunderschön, weil Adrian hat viel Arbeit und ich habe mit viele Leute kennenlernen und es war mir helfen für die Deutschsprache und für die Tanzen. Also mein Eindruck erstmal ganz persönlich war der Workshop, den fand ich super, insofern, weil Adrian, der Choreograf, erstmal ganz sehr, sehr offen, sehr direkt, sehr authentisch auf sie zuging und da sich überhaupt keinen Druck gemacht hat, woher kommen die, können die Sprache oder nicht, er hat es einfach gemacht und ich denke, das war die einzige und die beste Form, diejenigen zu bekommen, die es wirklich wollten. Und was ich so toll fand bei dem Workshop ist auch, dass alle mit improvisiert haben. Also jeder musste im Prinzip sich mit darstellen und aus diesen Essenzen oder aus diesen Figuren hat man dann weitergemacht. Sprich, für mich war ganz schnell klar, dass die mitgestalten dürfen. Und dieses Mitgestalten dürfen in der neuen Heimat, sage ich mal, ist, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für ihre Zukunft. Nicht nur der Zugang zur Kunst und vielleicht die Vertiefung zur Kunst, der darstellenden Kunst, der Tanzform. Der eine oder andere hat das schon gemacht, der andere eben nicht. Sondern dass es ein Nebeneffekt, der sehr wichtig ist, aber der wichtige Effekt oder das, was Nachhaltigkeit ist, für die ist, dass sie mitgestalten dürfen. Dass sie in einer Gruppe ein Individuum sind und ein Mosaik von diesem ganzen Projekt tragende Figuren sind. Ihre Kraft, ihre Erfahrung, ihren Gefühlen ohne Sprache einen Ausdruck zu verleihen. Und dass das Ganze in so einer Form wie diesem Auftritt dann hier im Theaterhaus so gewürdigt wird, so professionell gewürdigt wird mit Kammerorchester und allem. Ich denke, dass das wird die lange begleiten. Das wird, also glaube ich, ein unvergessliches Ereignis sein. Was übrig bleibt, ist ein Verständnis, eine Selbstverständlichkeit, dass ich habe meine eigene Schönheit und ich soll nie Angst vor meiner eigenen Schönheit haben. Das kann mich auch beschützen. Ich muss sehr sorgfältig damit umgehen, weil Schönheit ist sehr fragil, aber wir besitzen das und wir sollen das nie kaputt machen, weil das hilft